Servus, liebe Braufreunde. Ja, heute mal kein ganz normales Video. Wir sind gerade verreist und ich habe halt zu Hause nicht Zugriff auf meine, ich sag mal, größere YouTube-Kamera-Ausstattung. Deswegen mache ich jetzt ein Video hier mit dem iPhone und mache ein kurzes Q&A. Das heißt, ich antworte auf ein paar Fragen, die in letzter Zeit so in den Kommentaren zu meinen Videos gestellt wurden. Ja, es kam eine Frage zu der Bierspindel, zu dem Hydrometer auf. Und zwar wurde gefragt, ob da der Alkohol in dem vergärten Bier Einfluss hat, wie dieses Gerät misst, diese Bierspindel. Das ist nicht der Fall. Die Bierspindel zeigt euch tatsächlich immer unabhängig von dem Alkohol in dem vergärten Bier an, wie viel Zucker drin ist. Also da könnt ihr direkt den Vergärungsgrad ablesen. Wenn ihr durch das Refraktometer durchschaut, da müsst ihr tatsächlich, sobald Alkohol in dem Bier drin ist, eine Berechnung anstellen, mit einem Online-Kalkulator zum Beispiel, und mit der Stammwürze und der dann vermessenen, im Refraktometer gemessenen den Vergärungsgrad in den Brix oder Plato, da müsst ihr dann noch ausrechnen, wie viel das wirklich ist. Das stimmt nicht mehr. Bei der Bierspindel ist das aber nicht der Fall. Da hat der Alkohol, da gibt es keinen Alkoholfehler, der hat da keinen Einfluss drauf, was das Ding anzeigt. Allerdings müsst ihr darauf achten, diese Bierspindeln, diese Hydrometer sind mal auf bestimmte Temperaturen geeicht und zeigen nur da den tatsächlich richtig korrekten Wert an. Meistens ist es, sollte das 20 Grad sein, sollte auch draufstehen auf der Bierspindel, wenn die vermessene Flüssigkeit, zum Beispiel nach dem Brauen oder wenn ihr ein untergäriges Bier bei relativ tiefen Temperaturen vergären lasst, wenn die von diesen 20 Grad stark abweicht, dann müsst ihr auch noch eine Korrekturrechnung durchführen. Das geht auch online, da gibt es Rechner. Dann ein paar Mal aufgepoppt ist meine Sudhausausbeute mit dem Speidel Braumeister. Die liegt bei mir meistens so bei 75%. Das ist ganz gut, aber nicht total ungewöhnlich im Hobbybrauerbereich. Ich erreiche das dadurch, dass ich ja immer wieder mal meine Malzmühle nachmesse, dass die in der richtigen, in der wirklich für den Braumeister korrekten, das Spaltmaß stimmt. Und wirklich korrekt für den Braumeister, für dieses Verfahren, die richtige Malzung oder Schrotung herstellt, dann ist der pH-Wert des Sudes oder der Maische ist sehr wichtig. Was auch noch einen großen Einfluss auf die Sudhausausbeute hat, ist das richtige Läutern, das richtige Abläutern in der richtigen Geschwindigkeit. Und diese 75%, die erreiche ich auch häufig, weil ich keine Spezialmalze benutze oder zum Beispiel Haferflocken oder Malze, andere Malze, die Maische oder das Malz verkleistern, und durch diese Basismalze, die ich meistens benutze, Pale Ale Malz, das lässt sich einfach gut abläutern. Dadurch hat man halt auch eine höhere Ausbeute. Eine Frage zur Nutzung von Sulfiten. Das hatte ich ja in einem Video, dass ich ein Sulfit benutzt habe, um quasi den Sauerstoff in dem fertigen Bier zu binden, wenn ich es abfülle, damit dieses Bier nicht mehr oxidieren kann später, was auch ganz gut funktioniert hat. Da kam die Frage, ob das nicht zum Beispiel Hefe abtötet. Ja, diese Sulfite werden auch benutzt. Die werden zum Beispiel beim Wein, bei der Weinherstellung benutzt, um die Wein auf der Weinmaische Bakterien abzutöten, die ganz natürlich auf den Weintrauben vorkommen, denn diese Weinmaische, die wird ja nicht stark erhitzt und dabei werden die Bakterien abgetötet. Da werden Sulfite benutzt, auch in erheblich höheren Mengen als diese 0,3 Gramm, die ich auf 19 Liter Bier hier selber benutze, zum Binden vom Sauerstoff. Und diese Sulfite werden, glaube ich, auch zum Teil benutzt bei der Cider-Herstellung beziehungsweise überall, wo man die Fermentierung stoppen will. Das heißt, das tötet tatsächlich natürlich auch die Hefe irgendwann ab. Allerdings braucht man da eine erheblich höhere Dosierung, als wir das hier beim Bierbrauen, beim Konservieren von unserem Bier benutzen. Und also diese 0,3 Gramm auf 19 Liter Bier, die töten eure Hefe noch nicht ab. Das heißt, da würde tatsächlich auch eine Flaschennachgärung noch funktionieren. Timo hatte eine Frage zu meiner Umkehrosmoseanlage, wie häufig man den Filter wechseln sollte, ob der nicht verdreckt. Gute Frage. Die Hersteller sagen, glaube ich, man soll alle 6 Monate alle Filter in diesen Geräten wechseln und austauschen. Ich habe mal nach einem Jahr in die Filter von meiner kleinen Anlage reingeschaut und also die sahen halt aus wie neu. Da war kein Schmutz, kein Schimmel, nichts drin. Sagen wir mal so, ich halte mich nicht an diese 6 Monate und wahrscheinlich bei diesen ganz, ganz billigen Anlagen, so wie ich sie eine benutze, die hat damals irgendwie 35 Euro gekostet, macht es wahrscheinlich Sinn, einfach, wenn man es mal tauschen möchte, die wegzuschmeißen, leider, und eine neue zu kaufen zu diesem niedrigen Preis und nicht die Filter auszutauschen. Das wird wahrscheinlich sogar noch teurer, als wenn man es neu kauft. So ist das leider heutzutage. Bei der größeren Anlage kann das natürlich anders aussehen. Der Franz hat gefragt, wie das bei der Zapfanlage ist, wie lange sich Bier hält, wenn es im Keg ist und an der Zapfanlage hält und ob man irgendwie den Druck nachregulieren muss, weil da vielleicht CO2 rausentweicht aus dem Keg. Also das muss man nicht machen, denn wenn ein bisschen Druck
aus dem Fass entweicht, dann wird das von dem Druckregulator, der an der CO2-Flasche hängt, automatisch nachreguliert. Dafür ist er da, um das Keg immer auf dem gleichen Druck, auf unserem Zapfdruck dann am Ende zu halten. Und wie lange es sich hält, es ist ein bisschen abhängig von der Art des Bieres. Also ich würde sagen, sicherlich einige Monate. Allerdings muss man schon darauf achten, dass besonders hopfenstarke, geschmacksstarke Biere, Stichwort da natürlich vor allem das New England IPA, das extrem hopfengestopft ist, dass die erfahrungsgemäß einfach sehr schnell innerhalb weniger Wochen diesen krassen Hopfengeschmack verlieren durch Oxidation, durch andere Reaktionen, ist, glaube ich, im Hobbybrauer-Maßstab wirklich schwierig, das so hinzubekommen, dass sich das über Monate hält. Und selbst bei kommerziellen Bieren ist es nicht immer der Fall, dass man da noch nach Wochen oder Monaten in den Flaschen, wenn man die kauft, das Bier so schmeckt wie frisch abgepackt. Ich habe noch eine kurze Idee gehabt, wenn ihr mir Fragen, ganz konkrete Fragen unter dieses Video stellt in den nächsten Tagen, dann kann ich die aus diesem Urlaub auch noch beantworten, mache dazu noch ein Video, schauen wir mal, ob das vielleicht noch klappt. Das nur ganz kurz, so ein paar Fragen, die ich euch beantworten wollte, um einfach mal wieder was von mir hören zu lassen. Wir sind erst so in 1,5 Wochen wieder daheim und da geht es dann aber weiter mit Biervideos. Dann will ich auch mal wieder ein paar Rezeptvideos machen, habe da schon ein paar tolle Ideen und auch zu anderen Brautechnikfragen. Und ansonsten hoffe ich, dass ich ein paar Antworten hier beantworten konnte. Ihr könnt natürlich auch immer Fragen stellen hier unten in den Kommentaren oder irgendwas reinschreiben. Ich versuche das dann immer so nach und nach zu beantworten und immer mal die Kommentare durchzugehen und da was Sinnvolles, hoffe ich, zu schreiben. Wenn ich Quatsch schreibe, könnt ihr das natürlich auch da hineinschreiben, gar kein Problem. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich bald von daheim wieder und dann wird wieder Bier gebraut und getrunken. Macht's gut, Servus erstmal. Oder Skål, wie man hier in Skandinavien sagt. Skål, nee, das sagt man beim Anstoßen. Also Servus.